meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter mit dem Videomarathon. Ich habe ja gesagt, ich habe noch ein bisschen was zum Auspacken für euch, was wir uns zusammen angucken. Heute machen wir Diamond Painting weiter. Ich habe eine kleine Karat-Art-Bestellung. Die steht jetzt schon ganz lange bei mir, weil das war der Black Friday Deal, den sie hatten, was ich ja hier auch als Werbung gemacht hatte, dass man jetzt Überraschungsboxen kaufen kann. Da hatten sie verschiedene Ausführungen. Ich habe mich für eine entschieden. Ich glaube, die kam 30 Euro. Genau. Und da sind ein paar Diamond Paintings drin, die wir uns angucken. Den Karton habe ich hier stehen. Der ist schon ewig groß. Diente teilweise schon als Kratzbaum für Bommel. Und der möchte jetzt gerne ausgepackt werden. Ja, also zu den Videos noch mal ganz kurz. Ich werde heute das Diamond Painting Unboxing machen von Karat Art. Ist nicht gesponsert, ich habe es selber gekauft. Dann kommt noch mal ein Hobby Unboxing die Tage. Also vielleicht morgen, mal gucken, weiß ich nicht, übermorgen. Je nachdem, wie der Plan mit den anderen Videos ist. Es gibt ja noch das Tutorial und das Podcast, was Platz haben muss. Und dann gibt es noch das Diamond Painting Tagebuch Teil. Und dann ist der Dezember schon vorbei. Also wie die Zeit rast, ne? Ist ja Wahnsinn. Okay, also dieses riesen Paket müssen wir jetzt auspacken. Ich habe leider vergessen, wie viele Bilder da drin waren. Ob das jetzt 5 waren oder 4, habe ich jetzt leider vergessen. Da müssen wir reingucken. Ich kann euch noch mal kurz Karat Art zeigen. Aber ich glaube, das weiß ich zu 100%, ich habe nicht die Künstlerbilder. Ich weiß gar nicht, ob es Überraschungsboxen mit Künstlerbildern gab. Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, ich habe keine Künstlerbilder. Gut, Internet. Oh, diese Stimme, ja, dieser Frosch im Hals, also wie lange man den hat. Wir brauchen Karat Art. Diamond Painting. Damit ihr nochmal die Seite seht. Wird mir gar nicht angezeigt. Karat Art, da. Also Karat.art, so heißt es. Ja, hier, Cookies bin ich mit einverstanden. Und so sieht der Shop denn aus, wenn ihr da seid. Und dann könnt ihr da gucken, genau. Und dann gibt es da irgendwo, ja, hier oben auf den Hamburger drücken. Habt ihr gesehen, die drei Striche, das ist ein Hamburger. Und dann kommen da Bilder, wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte zu den Künstlern gehen. Gibt es gar keine Künstlerabteilung? Na gut, dann gehe ich auf die Neuheiten. Einfach mal so. Genau. Und da kommen dann die ganzen neuen Bilder, die sie haben. Ich sehe es leider nicht. Ach, hier die Cupcakes, ja. Die ganzen Cupcakes. Die sind total schön. Und dann geht das immer weiter. Die bringen ständig neue Bilder raus, machen auch ständig Rabatte und sowas alles. Mein Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr ruhig benutzen. 10% sparen. Ja, genau. Ja. Auf den Bildern hat man auch immer noch mal Rabattcodes, die kann man auch benutzen. Das gucken wir uns aber alles an. Ich bewaffne mich mal mit der Schere. Und, ach nee, ich mache erstmal hier oben. Ratsch. Und auf der anderen Seite einmal Ratsch. Ist heute halt mal kein wolliges Video. Ne? Also, aber das ist ja bei den Diamond Painting Videos so, das kennt ihr ja. Ist ja nicht mein erstes Diamond Painting Video und ich mache das ja extra getrennt, damit die, die nur Wolle sehen wollen, sich nicht das Diamond Painting angucken müssen. Hops. Hops, hops, hops. Da sind sie. Die Schere brauche ich aber noch, das weiß ich, weil wir gucken uns die Bilder ja genau an. So. Hier ist ein Mini-Trichter drin. Damit kann man die Steine umfüllen. Gut.
So, hier sieht's aus, wenn man es aufmacht. Wie gesagt, der Mini-Trichter. Guck mal, Mini-Trichter. Oh mein Gott. Und ich nehme sie mal alle. Ne, wir nehmen sie alle einzeln raus. Also, wir gucken mal. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bilder. Voll cool. Und wir brauchen die Schere, weil die Bilder sind immer noch mal extra eingepackt. Und dann machen wir die auf. Aber keine Angst, jetzt die Bilder. Wenn mir jetzt natürlich eins super gut gefällt, dann behalte ich das natürlich selber. Aber eigentlich sind die für euch als Gewinnspiel irgendwann mal gedacht, beziehungsweise zum Verschenken. Geschenke für meine ganzen Nichten und Neffen oder für meine Schwester. Das hier zum Beispiel könnte eins für meine Nichte oder für meine Schwester sein. Mit Pferdchen drauf zum Verschenken. Das hier ist 50 x 40 cm groß und wir schauen einmal rein in den Karton. So, wir haben, das packe ich mal nicht aus, die Steinchen. Natürlich alle nicht im Zipbeutel. Dafür bräuchte man jetzt den Trichter, um die alle abzufüllen, wenn man das denn macht. Man kann auch Tütchen für Tütchen arbeiten. Das sind viele Steine, ne? Genau. Ein Kit ist hier nicht. Ein Kit ist hier doch drin. Mist. Ein Kit. Naja, gut, ich würde es ja verschenken. Da ist es dann okay, dass da ein Kit mit drin ist. Mit Stift, Pinzette, Metallpinzette und Schiffchen und so ein Quaschi und Wachs ist da drin. Genau. Mehrfachaufsetzer. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns mal das Bild an. Oh ja. Das Bild hat 29 Farben und sieht jetzt so hier einmal aus. Ihr seht 29 Farben. Ich hoffe, man kann auch sehen alles mit den Mustern und die Farbnummern mit drauf. Und der Druck sieht auch fantastisch aus, ne? Also man kann alles sehen, man kann das wunderbar nachpainten. Es hat eine schöne Größe und das ist wie gesagt das, was ich auf jeden Fall verschenken werde, weil ich bin nicht so ein Pferdeliebhaber. Ob es mit in die Verlosungsbox bei euch wandert, das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich hätte wen, der Pferdeliebhaber ist. Echt, spielen wir jetzt mit den Trichter? Na gut. So, Bildchen Nummer 1 aus meiner Mystery Box von Karatart. Alles wieder schön verpacken. Das stellen wir mal so hin. Pferdchen. Nummer 1. Kommen wir zu Bild Nummer 2. Das ist ja auch cool. Das wäre tatsächlich auch wieder nichts für mich, aber ich wüsste auch wieder, wen das vielleicht gefallen könnte. Eventuell. Also ist auch wieder zum Verschenken. Ob noch was in die Gewinnspielbox wandert, wir werden es sehen. So, wir haben hier ein Bild 30x30, also ein Snackbild oder wie die Leute das nennen. Eins, was ziemlich schnell gepainted ist. Die Bilder müsste es so auch alle bei Karatart geben. Weil das sind ja keine Künstlerbilder, also die müssten sie eigentlich immer vorrätig haben. Ich weiß es jetzt nicht, ich kriege das gar nicht auf. Nicht doof. Doch, hier. Ich krieg's auf, ich bin doof. So, auch hier haben wir wieder das Bild und die Steinchen erstmal. Auch wieder ein Tütchen, was nicht so schlimm ist. Ein Kit, dasselbe Kit, eben wieder zum Verschenken. Und ich gucke einmal, sieht alles sehr schön aus. Es hat 15 Farben. Da seht ihr die Farben. Die Nummern für eure Döschen zum Beispiel, dann Symbole von dem Bild und dann die Farbnummern. Die Farbnummern sind bei allen Bildern immer gleich, egal ob bei Karatart oder bei anderen. Ja, süß, ne? Kleines Bildchen.
Doch, das ist auch ganz niedlich. Aber das ist definitiv auch eins, was nicht bei mir bleibt. Das ist auch nicht. Ich stehe ja mehr auf Kitsch, das wisst ihr ja. Das bleibt auch nicht bei mir. So, das einmal dahin. Und dann gucken wir uns mal das nächste an. Nochmal ein kleines. Aha. Na gut, das ist wieder irgendwie cool. Aber ich kann mir das bei der Größe absolut nicht vorstellen. 45 mal 30 cm. Und guckt mal, das ist ziemlich detailreich. Das kann ich mir fast für die Größe gar nicht vorstellen. Da bin ich ja mal. Also wenn ich das. Das kommt wahrscheinlich in die Verlosungsbox, genauso wie das da. Wenn das einer von euch gewinnt, dann müsst ihr mir das mal schreiben. Also ich verlose nicht heute, das kommt in eure Box. Ich habe so eine Kiste, da sind Verlosungssachen drin. Katze. So, machen wir das einmal auf. Hops, hops, hops. Und daraus holen wir erstmal alles. Gut. Oh ja, das ist. Okay, krass. Kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Kit. Dasselbe wie immer. Und Steinchen auch in diesen Tütchen. Genau. Aber das Bild, Leute, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Na doch, das wird hinterher bestimmt auch cool aussehen. Also, es hat tatsächlich 36 Farben. Der Druck sieht auch wunderbar aus. Man sieht alles. Ich habe immer vergessen zu sagen, eckige Steine, aber die haben alle eckig. Die sind alle eckig. Ich habe nur eckige Bilder gekauft, weil ich mag das lieber. Ihr seht, der Druck ist schön, aber ich weiß nicht, ob das Bild hinterher so rauskommt, ne? Also definitiv nicht so wie das Vorschaubild. Genau, trotzdem hübsches Motiv, sehr schöner Druck und man kann alles lesen. Alles wunderbar. Die Frage ist, ob es hinterher bei der Größe wirkt. Das ist immer die Frage. Ja, wie groß war das jetzt so? 45 mal 30. Ups, einmal runter. Brauche ich auf jeden Fall eine größere Verlosungsbox für euch. So, das einmal. Stellen wir jetzt mal daneben. Ja. So, dann kommen wir weiter. Jetzt wird es ein bisschen größer. Und dann nachher kommt noch ein ganz großes. Jetzt wird es ein bisschen größer. Ui. Das ist auch hübsch. Das ist auch hübsch. Katze. So, wir haben hier 60 mal 40 cm. Wir haben ein Naturbild und das sieht mega aus. Das weiß ich gar nicht, was ich damit mache. Also, ob ich das vielleicht doch wirklich auch selber behalte. Aber ich habe so viele Bilder, die ich noch beenden muss. Das gefällt mir auch. Oder vielleicht tausche ich das aus mit einem anderen Bild. Mal gucken. Das werdet ihr ja merken, ob das in die Verlosungsbox wandert. Ansonsten werde ich es mit einem anderen austauschen. Genau. Ein bisschen geknickt, aber es ist nicht schlimm. Also, Toolbox, dasselbe. Und die ganzen Farben, natürlich alles sehr braunlastig und grün und grau und blau und sowas alles, ne? Jawohl. Und dann gucken wir das hier mal an. Also es hat einen kleinen Knick, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Dadurch, dass das gegossener Kleber ist, kannst du das wieder platt legen. Ich ganz ehrlich, wenn ich das mit zum Laden nehme und painte, dann lege ich die auch unter schweren Sachen und dann sind die wieder schick und da passiert nichts und dann kann man das painten. Genau. Achso, ich habe mir den Druck gar nicht angeguckt. Erstmal gucke ich. Also, wir haben 20 Farben, ist sehr wenig, wa? Wie sie einfach rummeckert hier. Sehr voll wenig Farben.
Also der Druck ist sehr schön, aber man erkennt ja gar nichts, ne? Also bei 20 Farben ist so die Frage, ob das auch cool wird. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr feiner Druck. Wie ihr seht, alles zu sehen. Wieder viereckige Steine. Viereckige Steine. Ja. So, ich werde es diesmal andersrum zusammenlegen. Um das hier gleich an der Wand ein bisschen abzumildern. Juti. Also ihr werdet ja sehen, ob das dabei bleibt oder ob ich es mit einem anderen austausche. Wenn ich es mit einem anderen austausche, ist es ein Künstlerbild, weil ich habe meistens nur Künstlerbilder. Aber es sieht hier sieht's richtig toll aus, ne? Wenn man es da anguckt. Yay! Und jetzt kommt das letzte und das größte Bild. Da ist es. Wir machen es einmal auf. Was mir ein bisschen stört, ist ja immer, dass das nochmal extra in Folie eingepackt ist. Ja, ich weiß, die anderen sagen immer, das ist gut, wenn es mal draußen im Regen steht. Aber welche Pakete stehen draußen im Regen oder werden mal nass? Und selbst wenn, dann ist ja noch die Pakethülle ringsherum. Also es muss keine Folie ringsherum sein. Das stört mich immer ein bisschen arg. Aber das hast du ja bei ganz vielen Firmen, die das irgendwie fünffach einpacken müssen. Naja. Zum Beispiel Gummibärchen, warum müssen Gummibärchen extra eingepackt sein? Naja, anderes Thema. Ui. Wir haben 45 mal 60 und wir haben einen V. Könnt ihr das erkennen? Ich denke, ihr könnt das erkennen. Genau. Auch ein sehr, sehr schickes Bild. Aber für mich zu viel Blau, das geht auch in die Verschenkekiste. Aber es ist total cool. Oh, und das hat Zipbeutelchen. Cool. Das erste Bild mit Zipbeutelchen. Yay. Na, wir gucken erstmal. Nee, ist nichts runtergefallen. Also, Toolkit wieder, wie immer. Ne, und dann und jetzt an den Zipbeutelchen kann man schon so wunderbar gucken, ja, wie die Farben aussehen. Ist das nicht cool? Ja, alles wieder viereckige Steine. Und ich kann immer nicht sagen, ob das Acryl oder Harz ist. Ich glaube, bei den Nicht-Künstlerbildern ist es tatsächlich Acryl. Also Acrylsteinchen, bei den Künstlerbildern sind es immer Harzsteinchen und hier sind sehr viele Löcher drin. Also wenn ihr das seht, da sind ja so Löcher und das spricht eigentlich immer dafür, dass es Acrylsteinchen sind. Ne? Sind zwar nicht alle mit Löchern, aber ich glaube nicht, dass es hier nichts ist. Also es werden Acrylsteinchen sein. Genau. Und hier haben wir eine Legende sogar dabei. Was wir jetzt bei den anderen nicht hatten. Sprich eine Legende mit der Nummer, wie viele Farben es hat. 30 hat es in diesem Fall. Dann kommt das Symbol vom Bild. Dann kommt die Farbnummer. Und was das da ist, das weiß ich nicht. QTY of Diamond? Keine Ahnung. Also es ist vielleicht die Menge von den Steinchen, also ja, auf Diamond. Ja, genau, das könnte die Menge sein, also wie viele Steinchen du von welcher Farbe hast. Ja, und die Farbnummern, wie gesagt, die sind überall gleich, ob du jetzt bei Karat Art dir Bilder kaufst und du hast Steinchen übrig, kannst du die bei anderen Bildern zum Beispiel noch benutzen, also wenn ihr die dann aufhebt, das mache ich zum Beispiel nicht. Ich habe die alle durcheinander in einer Dose, weil ich so ein, ich sortiere immer nach runden und nach eckigen Steinchen und irgendwann, wenn ich genug habe oder das Glas voll ist, dann möchte ich so eine Blanko-Leinwand machen, wo nur kunterbunt Steinchen drauf sind. Genau.
Wenn ihr euch das aber so wegsortiert mit der 3810 zum Beispiel, dann könnt ihr bei einem anderen Bild, wo auch 3810 vorkommt, könnt ihr das noch benutzen oder ihr könnt euch selber eure Bilder so ein bisschen damit machen, indem ihr Farben austauscht. Ja, ich glaube, es gibt auch, aber das habe ich noch nicht so oft gesehen, ich glaube, es gibt auch dein Painting, wo du nur die Leinwand kaufst und gar nicht die Steine. Und da kannst du es dann selber machen. Ich glaube, das war bei Tine Schnickschnack, aber ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Irgendwo habe ich das gesehen, da konnte man nur die Leinwand kaufen und die Steine, da benutzt du eben deine alten Steine. Da ist dann angegeben, wie viel du von jedem brauchst. Manche kaufen sich ja auch Steine einzeln. Gibt es ja auch bei den Händlern. Dann kannst du die Steine dir selber kaufen und kannst dir deine Bilder selber mixen. So, jetzt gucken wir uns das hier einmal an. Ja, alles super zu erkennen, also wirklich sehr schön. Also ich glaube, diese viereckigen Bilder, wenn die Steinchen viereckig sind, sind die Bilder immer super zu erkennen. Ich habe hier ein rundes von Karatart, da tue ich mich ganz doll mit schwer. Und das seht ihr aber nächstes Mal in meinem Diamond-Painting-Tagebuch, also auch noch im Dezember. Und da tue ich mich immer ultra schwer, die Bilder zu erkennen. Da bräuchte man wahrscheinlich ein Lightpad. Ich benutze kein Lightpad, ich habe hier meine Ringleuchte und das reicht mir. Und im Sommer painte ich auf dem Balkon, da brauche ich auch kein Lightpad. Genau. Katze erschlagen. So sieht es aus. Ihr seht, das Bild. Super schön. Da ist nochmal das Titelbild und es hat 30 Farben, hatte ich ja schon gesagt. Und wie gesagt, die Leinwand super schön abgesteppt, alles. Ist jetzt nicht so eine Kuschelleinwand wie bei manchen Diamond Paintings, zum Beispiel, ich glaube, bei Tine Schnickschnack und bei Pichu Moon Art hatte ich, glaube ich, eine Kuschelleinwand, aber ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt müsste ich da mal gucken gehen. Aber das muss ja auch nicht immer sein, weil bei mir fusselt das eh ein mit den Katzen und sowas. Ja, also das Bild wandert auch in eure Verlosungskiste. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, weil Blau ist nicht so meins. Und warum soll ich damit nicht jemandem anders eine Freude machen? Ups. Und die Kiste, ganz ehrlich, es war ja so gedacht. Also ich habe das ja schon vorher gewusst, weil eigentlich brauche ich so eine Mystery-Kiste mir nicht kaufen für mich, weil ich genau weiß, dass mein Geschmack ziemlich komisch ist. Und meistens nicht meine Bilder dabei sind. Ich habe die tatsächlich wirklich zum Verlosen gekauft. Und ich dachte mir, da muss ich mich da nicht hinsetzen. Und es ist ja auch wesentlich günstiger. Die Box hat 30 Euro gekostet. Ne? Und da waren ja richtig schicke Bilder dabei. Sind richtig schicke Bilder dabei. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch eine Verlosungs-, eine Mystery Box gekauft habt. Eine Verlosungsbox, ne? Bang. Ob ihr euch auch eine Mystery Box gekauft habt und was ihr für schöne Bilder drin hattet, könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich drüber freuen. Dann können wir uns mal ein bisschen austauschen. Und wenn ihr jetzt merkt, euch gefällt hier ein Bild super gut und ihr könnt mir von Karatart einen Tausch anbieten, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ja, also dann schreibt mir doch eine E-Mail. Findet ihr irgendwo, findet ihr in der Kanalbeschreibung, findet ihr auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse. Wenn nicht, könnt ihr mich auch auf Instagram kontaktieren, wenn ihr da tauschen wollt und Interesse habt. Wir einigen uns da schon drauf. Schreibt mir ruhig. Wie gesagt, das mit dem Pferden fällt definitiv, definitiv tief, tief weg. Weil das kriegt wer anders. Und für alle anderen Bilder, die landen in die Verlosungsbox für euch. Vielleicht bei 10, dass ich ein paar Diamond-Bilder raushaue. Wir gucken mal. Es kommen noch einige Verlosungen auf uns zu. Gut, bevor ich jetzt hier aufräume, weil ich will gleich das nächste Video drehen. Dankeschön fürs Zuschauen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, könnt ihr mir gerne ein Däumchen und ein Abo dalassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch riesig. Wie gesagt, schreibt mir mal, wenn ihr auch die Box hattet, die Mystery Box von Black Friday, was ihr drin hattet, Schönes. Und ansonsten, ihr Lieben, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.